Moin, herzlich willkommen zurück hier zur Sonntagnachmittagsausgabe Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Marsch, Vierfach-Map in der Version 1.8. Ohne Gräben. Na, der hat auch noch keinen. Ja, ich habe mich jetzt gerade entschieden, dass ich jetzt hier erstmal keinen Hopfen weiter zur Brauerei hinbringe. Weil wir haben noch Hopfen da, es wird noch produziert und wir ernten ja auch jetzt demnächst. Und ich habe mich auch dazu entschlossen, dass wir jetzt mit den, dass wir jetzt unsere Ernteflotte mal zusammenstellen. Na, der steht hier auch noch so sinnlos rum, das macht aber nichts. Erstmal können wir aber hier die Paletten wegfahren. So. Hingestellt. Dann kann hier weiter produziert werden, während wir gleich ernten. Na, ich will hier möglichst wenig mit zu tun haben. Gleich, wenn es geht. Wie weit sind die hier? Ist auch schon wieder voll. Alles klar. Dann müssen wir mal eben hier das Ladegut ändern. Große Paletten. Und die holen wir uns hier mal weg. Weil dann kann hier vernünftig weiter produziert werden. Dann haben wir nämlich hier nachher wirklich unsere Ruhe. So, steppen wir uns mal weiter durch. Was müssen wir denn überhaupt ernten? Was haben wir denn? So, wir haben Weizen. Wir haben ein paar Felder Weizen. Fangen wir auf Feld 1 an. Mit Weizen und arbeiten uns dann weiter. Wir haben Raps. Jede Menge. Haben wir noch? Gerste haben wir noch ein bisschen. So. Oben haben wir dann Hafer. Hopfen haben wir noch. Haben wir auch noch. Ja. Kriegen wir alles hin. Was ist denn alles erntereif? Es ist alles erntereif. Sehr schön. Okay. Alles klar. Gut. Das heißt ja, wir müssen unsere Drescher fertig machen. Oh. Erstmal will ich ihn hier Abfahrer entlassen. Kurs weg. Und eben wegfahren. Den brauche ich auch für die Ernte eigentlich nicht. Muss mal gucken, vielleicht kaufe ich noch einen Drescher dazu. Mal sehen.
So, Feld 2 ist das. Mal gucken, wo der Anfang ist. Ja, meinte ich doch. Und wir werden kein Stroh machen. Fangen wir tatsächlich heute schon mit der Ernte an. Das ist doch super. Na los, schön. Und jetzt fahren wir mal zu Feld 19. Fangen damit mal an. Feld 19. Aktuelle. Feld 19. Dreschen. Achso, ja klar. Das
aufklammern, ich natürlich ganz vergessen. Ganz toll. So. Ja, wenn man nichts sieht, ist natürlich schwierig. Oh, mal gucken, ob das gut geht. Das müssen wir uns mal anschauen. Das habe ich natürlich vergessen vorher einzustellen. Natürlich mein Fehler. Klar. Ja, das geht aber doch gut. Mal schauen. Wollen wir hier mal einen Abfahrkurs machen? Das Feld ist ja nun wirklich einfach viereckig. Quadratisch praktisch gut sozusagen. Wobei, nee, aber ja, da komme ich trotzdem hin. Na, mal gucken, das wird wahrscheinlich auch floppen.
eigentlich da denn? So. Muss ich eben kurz was machen? So, da bin ich wieder, sorry. Feld 19. Silo. Auf Feld 19. Ein Drescher in Reichweite. Jetzt müsst ihr gleich einen Drescher finden. Aber hinter Drescher. Mal gucken, ob das geht. Platzmäßig. Naja gut, das ist jetzt mal die erste Runde, die nicht so ganz so schick ist. Na los. Nun Bunker schon ab. Okay, geht nicht. Muss ich jetzt mal mit leben. Dass es nicht geht, klar. Ist ja auch... scheuert hier. Und ich sehe mal zu, dass ich den... Nein, ich will nicht wieder auf dem Hügel darauf. Ich will hier hin. Ich will den Drescher dann eben ranfahren. Das ist dann die letzte Aktion für heute. Ihr wisst das. Wenn es euch gefallen hat, Kommentar, Like, Abo. Kommt mich bei Facebook besuchen. Kommt auf meiner Homepage bitte mal vorbei. Friesenjung13.de. Und ja, morgen gibt es wieder eine neue Folge. Dann machen wir weiter mit der Ernte. Und ja, ich denke mal, die wird uns noch mindestens die ganze Woche beschäftigen. Zum Wochenende hin wird es sicherlich Livestreams geben, könnte ich mir vorstellen. Zeit hätte ich dann auf jeden Fall. Aber, ich muss hier mich nochmal eben besser hinstellen. So. Auf jeden Fall sage ich erstmal ciao und verabschiede mich von euch.